Frage des Tages, würde ich. Samstagnachmittag, der Sportplatz am Weiher in Flieden, Fußball-Verbandsliga. Das nächste Osthessen-Derby, der SV Bochonia Flieden empfängt den SV Steinbach. Die Fliedener sind Elfter und wollen weiter Punkte sammeln, um sich von den Abstiegsplätzen zu entfernen. Die Steinbacher, die liegen auf dem letzten Platz. Trotz der starken Regenfälle am Freitag, gute Bedingungen in Flieden, der Platz in einem sehr guten Zustand. Anstoß um 15 Uhr vor 400 Zuschauern. Wir sind jetzt in der 13. Minute, bis dahin kaum Torraum sehen. Jetzt die Steinbacher im Angriff. Peter Quatscher versucht es einmal aus der Distanz. Sein Schuss geht aber dann doch ein ganzes Stück über den Kasten hinweg. 2 Minuten später, jetzt die Bochonen im Angriff auf der linken Seite. Fabian Schaub gegen Markus Schaub, der Steinbacher Held, und Schiedsrichter Pascal Loschke aus Kassel zögert keine Sekunde, entscheidet auf Strafstoß für die Gastgeber. André Leibold steht bereit. Leibold in die rechte Ecke. 15. Spielminute, das 1:0. Jetzt eine knappe halbe Stunde gespielt, die Gäste im Angriff. Peter Quatscher auf Florian Münkel, der dreht sich im Strafraum. Der nächste Pfiff von Loschke, der nächste Strafstoß, diesmal für Steinbach. Der Gefaulte tritt selbst an, Florian Münkel, 27. Spielminute, das 1:1. Insgesamt die Spielanteile ausgeglichen. Jetzt die 37. Minute, wieder Flieden. Christian Bohl mit der Flanke auf Fabian Schaub. Der Ball ist erneut im Kasten. Der Treffer zählt aber nicht. Abseits. Mit dem 1:1 geht es dann auch in die Kabinen und die Steinbacher erwischen eine starke Anfangsphase in der zweiten Halbzeit. 49. Minute, Peter Paljatka auf Peter Quatscher und Glanzparade von Fliedenskeeper Lukas Hohmann. Jetzt eine gute Stunde gespielt, die Steinbacher, die etwas stärkere Mannschaft, dann Flieden, Sascha Rumpeldes auf Fabian Schaub, der setzt sich wieder einmal im Strafraum durch und trifft die 63. Spielminute, das 2:1 für Flieden. Nach der überraschenden Führung der Gastgeber sehen die Zuschauer jetzt ein anderes Spiel. Die Fliedener jetzt im Vorwärtsgang. Die 73. Minute, Marc Götze mit der Ecke, dann Tobias Bartel, Andreas Drews, Fabian Schaub völlig frei vor dem Kasten. Er zielt in diesem Fall aber deutlich zu hoch. Dann wieder die Bochonier, Fabian Schaub auf den startenden Marc Röhrig. Röhrig auf der rechten Seite, zieht ab, der Ball ist erneut im Kasten. Die 82. Minute, das 3:1. Die Gäste lassen jetzt die Köpfe hängen. Ballverlust von André Heer, Marc Röhrig auf Fabian Schaub, der bedient Marc Götze und er macht den nächsten Treffer. 88. Spielminute, das 4:1. Und weiter geht's in Richtung von Marco Motzkus, dem Steinbacher Torhüter, Fabian Schaub, Marc Röhrig, wieder Marc Götze, Minute 90, das 5:1. Schiedsrichter Pascal Loschke pfeift die Partie dann auch ab. Der SV Bochonia Flieden schlägt den SV Steinbach mit 5:1 und schiebt sich auf den 10. Rang nach vorne. Die Steinbacher, wieder einmal unter Wert geschlagen, bleiben Tabellenletzter. Es war klar, dass die Mannschaft, die vielleicht konditionell auf diesem Geläuf hier mehr abliefern kann, zum Ende des Spiels hin vielleicht dann auch nochmal die eine oder andere Möglichkeit bekommt, das Ergebnis zu gestalten. Und spielentscheidend war das 2:1, ja, und dann nach hinten raus wusste ich, dass die Mannschaft die Luft noch hat, um vielleicht dann, ja, gesenkte Köpfe von Steinbach für uns auszunutzen, und das ist uns gelungen, und ganz wichtiger Dreier heute. Das ist am Ende ganz, ganz bitter. Wir haben, glaube ich, 60, 70, 80 Minuten hier ein richtig gutes Spiel gemacht, haben den Ball für die Platzverhältnisse richtig gut laufen lassen, und ja, nach dem 3:1 dann, wo Fliehen das 3:1 macht,
gehen uns natürlich die Kräfte am Ende ein bisschen aus und auch die Motivation fehlt da natürlich so ein bisschen. Und dann geht das Spiel 5-1 aus, weil ich denke, es eindeutig zu hoch ist.